Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Heute mit den Hunden. Ja, die Hunde sind draußen. Das DLC ist heute am 30.03. um 11.17 Uhr erschienen. Seitdem habe ich jetzt einen treuen Begleiter an meiner Seite. Bei mir ist es eher eine Begleiterin, die liebe Frieda. Ja. Wir gucken uns die jetzt erstmal allgemein an. Da gibt es jetzt die Zwinger. Da kann man sich den Bloodhound kaufen. Wenn man sich einen zweiten kaufen will, kostet der 45.000. Der erste war umsonst. Dann kann man zwischen männlich und weiblich wählen. Und man hat 5 verschiedene Fellfarben. Wir können einmal alle durchgehen. Ich habe jetzt zum Beispiel den. Gibt es auch noch den. Ja, das ist Geschmackssache, ob man die oder die Farbe will. Ja, dann direkt mal zu den Hunden. Die hier können auch leveln. So, und das war Discord. Die können auch leveln. Ich kann hier sogar schon was auswählen. Das habe ich jetzt extra fürs Video genau gelassen. Es gibt einmal Begleiter und Sprühhund und die Bindung und den Fokus. Und da kann man Wesenszüge auswählen. Bei Stufe 5, da sind wir jetzt, liebevoll. Du hast noch eine liebevollere Beziehung zu deinem Hund, die seine allgemeine Bindung erhöht. Oder halt, dein Hund kann Umwege zugunsten frischer Spuren auslassen. Das mache ich definitiv. Dann gibt es noch mehr. Falls euch das jetzt alles interessiert, ich gehe jetzt jeden einmal durch, dann könnt ihr ganz kurz alles durchlesen. Ja. Das dazu. Und was machst du denn da? Wenn wir erstmal spielen mit ihm. Geht ja wohl nicht anders. Dann könnt ihr ihn auch hoch B drücken. Streicheln. Könnt ihr ihn auch. Ja, wenn er irgendwas fein gemacht hat, etc. Ist das, glaube ich, ganz sicher sinnig. Was mit dem Update noch dazu gekommen ist, sind viele Waffensounds. Ich habe jetzt von der 3006 das auf jeden Fall schon mitbekommen. Können wir auch gleich einmal auf dem Schießstand schießen. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Marker setze, hat das zum Beispiel eine andere Umrandung. Oder hatte jetzt eine Umrandung und vorher nicht. Das ist auch auf jeden Fall neu. Mehr Neues habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Auch die Dings sind zwar neu, die Schrift so. Aber das, ja, weiß nicht. So, jetzt streifeln wir Frieda nochmal und dann würde ich sagen, gehen wir einmal zum Schießstand. Und können uns auf jeden Fall mal einmal die 1306 anhören und dann gehen wir in Ratenfeld nochmal out of RP jagen. Das zählt halt dann nicht ins Roleplay rein, da wir da ja bestimmte Zeit haben. Das, können wir einfach mal solo jagen. Dann aber erstmal 30.06. Machen wir 15 Meter, damit ich mich nicht so blamier. Ja, ich glaube, ihr habt es jetzt schon mitbekommen. Da hat sich was geändert. Ich weiß, bei der 270 hat sich nichts geändert. Zum Beispiel. Warum legst du dich mitten auf... Ach, der ist zu doof. Bei der 270 hat sich nichts geändert, aber... Ja, ich denke mal, dass nicht nur die 3006 sich geändert hat. So, komm mal Fuß jetzt. Nein. Denke ich nicht. Wir nehmen jetzt mal... Kommst du jetzt bei Fuß oder wie? Da brauchst du eine extra Einladung. Also wenn euer Hund genauso stur ist wie meiner, dann wünsche ich euch viel... Was machst du denn da? Komm mal bei Fuß. Ja. Ich würde sagen, ich muss den mal erstmal in die Wege weisen und dann sehen wir uns, wenn wir mal gleich ein Stück vorhaben. Also bis gleich. Jetzt habe ich...
Jetzt schüttelt sich mein Hund total. Ich hab da hinten jetzt Bild vor und schieß mal nicht gut, damit ihr seht, was der Hund macht. Bei Fuß. Ja, hätten wir auf jeden Fall im Knall liegen haben können. Aber ich wollte jetzt extra nicht gut schießen. Ja, okay, das lag jetzt im Knall. Habt ihr wenigstens zwei Abschüsse in dem Video. Und ihr habt nochmal die 30-06 gehört. Joa. Die Ricke ist wenigstens tot. Das andere sucht jetzt der Hund nach. Aber auch hier kann ich euch zeigen, wenn ich jetzt sage, verfolgen, kriegt er erstmal eine neue Stufe. Und er, ja, sucht das Reh. Und er liegt's doch. Ja, guckt, dann sucht er das Reh, geht hin. Und jetzt hat er es gefunden. Und dann... Hast du es gefunden? Hast du es gefunden? Ja? Hast du es gefunden? Ja, fein. Ja, nach einer Zeit bellt er dann noch. Ja, genau. So wie jetzt bellt er dann auch noch. Und jetzt können wir ihn nochmal sagen, verfolgen. Und dann sucht er hier sich seine Blutspur raus. Und dann, ja, sucht er jetzt mir meinen Dammbild nach. Wenn man das nachher skillt, ist ja auch alles schneller, aber ja, das ist jetzt noch ein bisschen Anfängerschwierigkeiten, ne? Oh, oh. Der wollte mich umrennen. Ja, da hat er es wieder gefunden. Und da bellt er auch schon wieder. Fein hast du das gemacht. Ja, wenn wir jetzt noch ein Stück sehen, würde ich sagen, schießen wir das auch noch. Aber ich laufe da erstmal in die. Sind ja nicht so schreckhaft. Vielleicht kriegen wir noch eins, vielleicht nicht. Ja, da steht zum Beispiel eine Ricke. So. Kann da unten mal ein bisschen nachsuchen. Ja, der Schuss war auch wieder mit Absicht ein bisschen schlechter. Damit der Hund ein bisschen was zu tun hat, damit er levelt. Ich glaube, das ist so mit die einfachste Variante. Zu leveln. Guck, schon wieder neue Stufe. Das läuft wie am Schnürchen. Dann das nochmal einmal nachsuchen und dann würde ich sagen, sind wir auch eigentlich schon wieder am Ende. Soll gar nicht so ein ellenlanges Video sein. Soll jetzt nur einfach mal reingeschoben sein. Falls jetzt was Neues ist. Ja, fein. Ich will ihn jetzt nochmal streicheln dafür. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wie immer. Falls ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich ultra freuen. Wenn ihr es bald seid. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back.